kleines Zwischenfazit zu dem Game, würde ich jetzt mal sagen. Oh, wir haben auch einen Zauberer freigespielt, den habe ich ja gar nicht gesehen gehabt. Und der Rabe? Da werden jetzt so viele freigespielt. Hexenmeister? Durch was? Und den Jäger auch noch? Hoppala. Gurke. Hexenmeister. Zauberer. Barbaren. Ich hatte nur die Barbaren gesehen gehabt. Haben wir die alle mit einem, mit dem ersten Run freigeschaltet? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, Zwischenfazit. Das Spiel, was soll ich sagen, um dem gerecht zu werden, ist jetzt irgendwie zu dicht an Halls of Torment. Ja, ich habe war am Anfang ein bisschen gehypter, als ich es jetzt bin. Weil das so in ein Stocken reinkommt. Weil sich das irgendwie nicht ganz so rund anfühlt. Ne? Also wenn man sich allein den Waffenmeister anguckt und was er für Perks mit sich bringt, ja, die sind eigentlich, das ist alles nur negativ. Dann guckt man sich den schauerlichen Ritter an. Der ist zwar ganz lustig, aber ja, auch irgendwie so, spielt man jetzt auf Nahkampf oder auf Magie? Man kann auch mit beides spielen, haben wir auch gerade gemacht. Aber so warm werde ich mit dem nicht so richtig. Obwohl der Potenzial hat, wenigstens auf Stufe 1 das einmal durchzulaufen. Ne? Ja. Ich werde es mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob wir daraus eine richtige Serie machen. Aber bis dahin, ich werde es einfach noch ein bisschen weiter ausprobieren. Wir nehmen jetzt mal den Schurken. Hoffentlich hat er was Gescheites. Messergurt, angrenzende Waffen erhalten, die Markierung scharf. Okay. Was auch immer das bedeuten mag. Und er hat Ebenholzdolch. Ein Schaden für jede 20 Tötung mit dieser Waffe. Das ist nicht schlecht. Man muss aber mit der Waffe permanent töten. Ne? Oder Wurfmesser. 10% Angriffsgeschwindigkeit für jeden naheliegenden Dolch. Ich glaube, ich nehme tatsächlich die Wurfdolche. Und wir bleiben auf 1. Weil ich glaube nicht, dass wir großartig... Also... So, nochmal kurz den Schurken kurz überprüfen. Schaden für jede Waffe im Inventar 5% und plus 5 Bewegungsgeschwindigkeit. Minus 5 Vitalität, minus 10 Rüstung. Beginnt mit einem Extra-Dolch. Okay. Das ist ja mal ganz cool. Dann können wir das ja starten, ne? Wir nehmen aber Wurfdolche. So. Ne, wir haben 14. Was können wir hier machen? Nahkampf. Startgold. Gesundheitsgewinn pro Ebene. Bringt uns das 2. Hier. Mehr geht nicht. Okay. Nehmen wir. Ab mit uns. Ja, die Wurfdolche gehen. Ähnlich wie... Na. Lass mich mal jetzt nicht hängen. Ähnlich wie die Wurfäxte, ne? So. Ah, okay. So geht das also mit euch. Jo. Dann können wir mal ein paar Wurfdolche hinsetzen. Und was macht ihr? Angrenzende Waffen erhalten scharf.
Was macht scharf? Schnell werfen und scharf. Ach so, es macht quasi aus den scharf. Ja. Okay, was, womit skaliert scharf? Dann könnte man ja jede Waffe daran schmeißen und die kriegt dann scharf. Und noch mehr Dolche. Ach, können wir uns nicht leisten. Gut, nächste Runde. Angriffsgeschwindigkeit. Nur 4%. Sollten wir nicht 5 bekommen? Egal. Jetzt haben wir 2 Wurfmesserchen. Gehen, glaube ich, komplett auf Wurfmesserchen, ne? Und dieses Schaf brauchen wir dann auch nicht. Aber mit Wurfmessern kommt man wenigstens vorwärts. So. Sehr schön. Ja. Nicht spektakulär. So, 2. Dann gehen wir wieder nach oben. So. Zack. So. Yay. Noch mehr. Na. So und so. Okay. Hast du Reichweite 10 minus Ausweichchance. Und du genau dasselbe. Sehr schön. Weitermachen. Prallen die Dolche ab? Tatsächlich, die prallen ab. Kann ich mir das irgendwo angucken? Nein, leider nicht. Los. Die piercen nicht nur, die prallen richtig ab. Das ist richtig gut. Hier gibt es aber keine Fässer. Nee, noch nicht. Jetzt aber. Ja, okay. Futter brauchen wir nicht. Wäre viel cooler, wenn wir ein paar Level abgekriegt hätten. So früh. Das finde ich wieder gut. So, das kann weg. Brauchen wir nicht. Kannst dahin, dahin. Und ja, du bleibst einfach erstmal geblockt. Wir sollten vielleicht so spielen. Ne? Ja. Nächste Runde kaufen wir dich. Sehr schön. Ja, ähnlich wie die Wurfäxte, ne? So geht das hier wieder richtig ab. Aber im Nahkampf nicht. Im Nahkampf läuft es überhaupt nicht. Also da sind auch die Vorteile, die man durch die Nahkampfwaffen bekommt, auch viel zu schlecht. So dass das nicht richtig läuft. Ach so, noch weitere Level. Gehen wir in die Richtung dann. Komm mal einmal kurz zu uns. Wir brauchen dich. Angriffsgeschwindigkeit. Oh ja. 29%. Das ist schon mal was. Wollen wir das nehmen? Mehr Fässer pro Ebene.
Beweglichkeit, Bewegungsgeschwindigkeit, Crit-Chance. Wie viel Crit-Chance habt ihr? Ach, ihr habt nicht so hoch. Nochmal und nochmal. Rüstung minus 12. Okay. Du wirst gesperrt. Nächste Runde haben wir 6 Wurfdolche, Wurfmesser. Ja, Mann, guck doch mal an. Maschinengewehr, ne? So, aber wir können permanent auf den Boss ballern. Das hat ihn jetzt auch schon zerlegt. So schnell geht das. Mit den Wurfäxten war das ja ebenfalls so. Also, die Gegner sind ja nicht wirklich rangekommen. Und das ist halt so dieses Problem mit den Nahkampfwaffen. Du musst extrem dicht dran, kassierst permanent Schaden und machst auch nicht mehr Schaden als hier mit den Wurfmesserchen. Also die Balance fehlt da noch. Ich dachte, das hätten sie selber irgendwie gefixt gekriegt. Wiederherstellung, 3% Ausweichchance, minus 3 Schaden. Nein. Neu würfeln. Dich brauchen wir nicht mehr. So und so. Wir brauchen mehr Dolche. Sehr schön. Was ist das? Plus 3 Projektilkraft. Wayne. Beim Verbrauch. Ja. Dankeschön. Nächste Runde gibt's. Übernächste Runde gibt's 2 Elite-Gegner. Und dafür kriegen wir 3 weitere Plätze. Das ist doch mal was Schönes. Dich nehmen wir auch mit. Sehr schön. Na dann. Welle 6. Was? Voll so ein MG. Und dann prallen sie auch noch ab, obwohl das nirgendwo steht, dass die abprallen. Muss das gleich nochmal durchlesen. Steht das da? Kann mich nicht erinnern, dass da steht, dass sie eine gewisse Prozentchance haben, abzuprallen. Und auf einen nahegelegenen Gegner weiterzufliegen. Nicht, dass die einfach nur broken sind. Guckt euch mal an. Eine MG ist das. So. Erstmal so. Zack, 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 zack. Dann gönnen wir uns das mal. Verwenden. Klar. 1, 2, 3. Einmal Messer. Und da steht 10% Angriffsgeschwindigkeit für jeden nahe liegenden Dolch. Fertig. Kritische Chance, kritischer Schaden, Reichweite, Abprallchance. Holt ein Brett. Nagelt es ihn an den Kopf. Ja. Abprallchance 35 Umdrehungen. Müssen die Waffen mal langsam leveln, ne? Oder noch mehr Waffen kriegen. Oder leveln. Oder noch mehr Waffen kriegen. Was? Ja, Glück muss man haben. Yo. Jetzt haben wir schon 9. Wurfdolche. Ja, komm doch her. Boss. Müsste es doch jeden Moment down gehen, genau. Erstes down. Zweite auch. Und so schnell geht das. Mit den Elite-Gegnern hier. Wenn man Fernkampfwaffen spielt. Oder Wurfwaffen oder was auch immer. Mit Armbrust kann man auch richtig geile Kombis machen. Das war der einzige Charakter, mit dem ich das in der Demo geschafft hatte. Zack, zack. So. Perfekt. Besser wird's nicht. Assassin-Handschuhe. Noch mehr Dolche.
Ja, ich hoffe natürlich, ne? Nehmen wir dann als nächstes mal den Jäger, ne? Aber so, jetzt nochmal zurück zum Thema, ob ich daraus eine lange Serie mache oder... Ich glaube nicht. Ich werde jetzt ein paar Folgen aufnehmen, weil ich das jetzt gerade spiele. Und ich habe auch jetzt gerade keine Lust aufzuhören, was anderes anzufangen. Muss mir auch mal durch den Kopf gehen lassen, worauf ich so als nächstes dann Lust habe. Solange wird das natürlich noch im Programm bleiben. Aber ich sage euch schon mal so, ich werde da jetzt keine 50 Folgen draus machen. Das sind... Lass es mal nachher höchstens 10 Folgen werden. Und dann können wir glücklich sein, dass das 10 Folgen geworden sind. Kann mich einfach nicht entscheiden. Noch eine Waffe oder jetzt mal ein Handschuh. Ich glaube, Assassinen-Handschuh wird mich jetzt weiter pushen, ne? Wir haben unsere 10 Dolche. Bis 9 geht's ja. Angriffsgeschwindigkeit 32% geben die Dolche. 8 Ausweichen plus 16 Reichweite. Verdammt. Und Schaf. Ach so, Schaf gibt ja auch so eine Kette. Ah, alles klar. Jetzt ich langsam verstehen, was das also mit sich gebracht hatte. Okay. Ja. Vielleicht nochmal so schöne Handschuhe. Hm. Schon fast besser als die Handschuhe. Gut. Jetzt gerne noch mehr Tränke. Wir haben jetzt schon 3 Elite-Bosse platt gemacht vor Runde 10. Die kommen gar nicht mehr dazu, auf Masse zu spawnen. Die Dolche einfach, die schießen einfach auch so weit, ne? Die haben ja auch so eine fiese Reichweite. So schnell, Reichweite, alles. Also das volle Programm. Wir haben richtig Glück gehabt, dass wir so viele Wurfmesser am Anfang gleich gefunden haben. Geht einfach ab. Hallo P. Sehr schön, genau darauf habe ich gehofft. Wer wenn denn? Was hat's gebracht? Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber wenn es Angriffsgeschwindigkeit war, ist ja nur schon auf 76 Umdrehung. Reichweite. Prozent? Nee. Das wäre natürlich ziemlich geil, noch prozentuale Reichweite. Minus 3 Glück. Oh yes. Nicht so, sondern so. Pow. So, und du hast von Haus aus 64 DPS. Einfach mal 20, fast so, also 19 DPS mehr. Boom. Weil die auch noch 5% mehr Abprallchance gekriegt haben. Reichweite ist geblieben. Und ja, Angriffsgeschwindigkeit auch nochmal erhöht. OP, ne? Ich glaube, das brauchen wir nicht mehr. Wenn, dann brauchen wir das. Dann sollten wir die auch nebeneinander setzen, dann die skalieren miteinander. Plus ein Crit-Chance dazu. 17. 32. Ja. Noch ein bisschen würfeln. Okay. Gut. Welle 10, unser erster regulärer Elite-Boss sollte jetzt kommen. Oh, sind 2? Stimmt ja, wir haben uns ja was gegönnt.
Wir müssten ja auch gleich down gehen. Ja, da sind sie schon down gegangen. Alle beide. Ne? Also wir haben die jetzt quasi instant gemeinsam platt gemacht. Absolut nichts dabei. Mit jedem anderen Charakter, der auf Nahkampf geht, der hat da absolut keine Chance in diese Richtung zu eskalieren. Also absolut nicht. Nur mit dieser großen Axt, weil die ja wirklich diesen Bonus mit sich bringt, hier diesen riesigen Radius. Ne? Aber die ist auch so unverschämt riesig. Die sind nur 4 Felder groß. Und dann noch schön kompakt, dass man richtig gut nebeneinander setzen kann. Ja. Zack, wir müssen in die Richtung. Guckt euch das an. Schon wieder. Nochmal 3 Plätze. Ja, klar. Nehmen wir. Alles. Das ist doch absolut geil. Jo. Unsers. So. Miranda. Rüstung. Feindanzahl plus 12. Minus 4% Beweglichkeit. Leben. Bewegungsgeschwindigkeit. Lebensraub. Ausweich. Ich glaube, wir nehmen die Fessel mit. Wir sollten die Fesseln mitnehmen. Wir brauchen mehr Gegner. 12% sind gar nicht mal so wenig. Das wäre jetzt jedes Mal, wenn eine Spawnrate kommt, mindestens 1 bis 2 Gegner mehr. Hallo, wo ist der zweite? Elite-Boss. So, der erste ist schon mal down. Da bist du Nummer 2, ja? Jo. 20 Elite-Gegner in einer Runde, ja? Ja, das geht auch wirklich nur mit Dolch oder mit Wurfäxte oder halt mit irgendwas, was halt so OP ist. Ich glaube, mit Armbrüste geht's auch. Nicht mit allen Armbrüsten, zumindest in der Demo ging das nicht mit allen Fernkampfwaffen. Aber mit den Standard-Armbrüsten, mit denen ging es richtig gut. Also mit den, ja, Repetier-Armbrüste. So, dit wollten wir haben. War das diese Repetier-Armbrust? Streuschuss-Armbrust. Die war auch cool. Die macht ja quasi so Schrapnell, ne? Schrapnell-mäßig. Ach ja, erstmal immer. Irgendwann lerne ich das noch. Ich bin noch im Training. Muss das noch lernen und so. Geistig noch nicht so weit. So. Ein paar Hand. Sehr schön. Gibt weitere schöne Dolche. Ich glaube, wir sollten mal anfangen, den schon zu verkaufen, ne? So. Nö. Nein. Reichweite, nein. Ich würde nochmal solche Dinger nehmen. Oh, was machst du denn? Einfach nur plus 2 Rüstung, ist auch ganz cool. Aber das ist cooler. Nehmen wir. Nächste Runde. 12% mehr Gegner. Los, wo seid ihr 12%? Zack. Einfach alles instant tot. Ja, mit dem hätten wir auch gleich von Anfang an Stufe 2 nehmen können, ne? Machen wir gleich im Anschluss. Wenn wir das hier jetzt so easygoing durchjuckeln, dann können wir genau denselben Bild nochmal auf Schwierigkeitsgrad 2 laufen. Würde ich schon fast sagen, ne? Das macht Sinn. Genauso wie mit den. Au! Wie mit dem hier Axtwerfer, ne? Wir brauchen etwas, was noch ein bisschen Lebensentzug macht. Muss nicht viel sein. Weil die Gegner kommen sowieso nicht an uns ran. Nicht wirklich.
Wenn wir schön in die Richtung ausbauen. Okay. Das Spiel will uns absolut nicht lumpen. Das sind nur die besten Dinger, die wir brauchen. Verwenden. Angriffsgeschwindigkeit 99%. Ich glaube, das geht nicht höher, ne? Auf 99% gecapped. Gucken wir mal. Was sind das für Pushen? Bewegungsgeschwindigkeit und ein Sprint. Also ein... Ja. Könnten wir vielleicht gebrauchen. Temporär jetzt. Wenn ja noch ein bisschen rollen, hoffen, dass wir vielleicht mal ein paar gescheitere Dolche bekommen. Oh, hallo, Schönheit. Vitalität. Minus 5 Schaden. Vitalität hier Rüstungsgegenstand. Okay, dann doch nicht. Hallo, Schönheit. Dich müssen wir verkaufen. So. Und so. Noch ein bisschen. Captain. Nächste Runde. Ja, ich dachte, ich habe jetzt 2 Sprints. Ah, da ist unser Elite. Den hat es gleich zerrissen. Ja, uns zerreißt es auch gleich, wenn wir wieder so unvorsichtig spielen. Wir sind immer noch ein Fernkämpfer in der Hinsicht, ne? Au. Ist hier keine Fässer mehr? So. Aber wenn die Gegner einfach zu nah kommen, dann die gehen einfach hops, ne? Können einfach stehen bleiben. Und 3, 2, 1. Ende. Bisschen Leben noch dazu gekriegt. Sehr schön. So, so. Okay, okay. Nochmal 2 Elite-Gegner, bitte. Dafür noch mehr Plätze. Also bitte. Will man denn noch mehr? So, jetzt haben wir schon ganz schön viel minus Bewegungsgeschwindigkeit. Und 24% mehr Feinde. Aber die Rüstung ist schon fast auf Null. War das nochmal? Warte mal. Wenn wir das rausschmeißen. 87. Kommt genau hin mit den 12. Wir können über 100% Angriffsgeschwindigkeit gehen. Ja, okay. Dann. Herzlich willkommen an Bord. Das gehört nächste Runde zu uns. Abflug. Jo. Man kann gar nicht mehr nachverfolgen. Oh, ja, da war ja was. Da sollten ja 2 Elite-Gegner sein. Stimmt ja. Ich bleib einfach stehen. In der Mitte. So, jetzt kann ich in der Mitte stehen bleiben. Weil jetzt dürfte er eigentlich nichts mehr so weit kommen, um auf uns zuzukommen. Ich find's schade, dass man nicht sieht, welches Level man hat, ne? Weil man steigt ja ständig irgendwie Levels auf. Aber welches Level das ist, welches Level wir haben, steht da nicht. Ey, das ist jetzt echt easy. Ey, wir killen einfach instant alles. Wow. Sehr schön. Und verkaufen. Kaufen. Kaufen, benutzen. Nächste Runde gibt es wieder Elite-Gegner. Bis jetzt nur ein.
Vielleicht kriegen wir noch einen zweiten hin. Lebensraub. Hey. Du hast lange auf dich warten lassen. Davon würde ich noch einen nehmen. Okay. Okay. Nächste Runde 1, übernächste Runde 3. Wenn wir genug Gold zusammenkriegen. Hihi. Alter. Komm. Sehr schön. Unsere kleine Minigun. Ja, Mann. So gefällt mir das schon viel besser. Mit diesen, die 7% reichen bei dieser Angriffsfrequenz, ne? Level up. Sehr schön. Na, kommt. Ja, wir können noch ein paar von diesen Handschellen gebrauchen, damit noch mehr Gegner kommen. Vielleicht können wir auch einfach auf Fässer beschränken. Nein. Wie, nach rechts geht nicht mehr? Machen wir nach links aus? Was soll's? Mal dich bewenden. Ach ja. Ein paar Level wieder setzen. So. Dann dich. Gegenstand verbessern. Machen wir mal die ersten roten. Wird noch ein bisschen schneller. 200stel Sekunden nur, also kaum merkbar. Lebensraub 7. Das ist ja durch ein anderes Item. Reichweite ist geblieben. Aber der Schaden halt nochmal um 31 erhöht. Der DPS meine ich. Also DPS um 31 nochmal hoch. Lügel. Och nö. Gehen wir mal so rein. Ach ja, da kommen ja jetzt zwei Elite-Gegner. Müssten jetzt da sein. Den einen hat es jetzt zerrissen. Ah. Ich schmeiß gleich die Schuhe raus, ne? Die pushen. Weil ich habe gedacht, ich habe dann zwei solche Dash. Also Prinz. Aber nein. Das funktioniert noch nicht so ganz. Ein bisschen Futter brauchen wir alles nicht. Okay. Ja. Also zwei Level sind mit den Dolchen immer drin. Plus solche Items hier. Kann ich noch nicht mal sperren. Ach ja, ist ja noch gar nicht so weit. So. Das ist auf jeden Fall mehr wert. Verwenden. Oh ja. Noch einer? Geil. Ich brauche nichts verkaufen. Könnt ihr einfach so dazusetzen, weil ich so viel Platz habe. Einmal noch. Ja.
Für die Ästhetik. Nee, die kommen nach unten. Hierhin. Genau. So sieht schöner aus. Ja. Okay. Einfach so mal 116%. Und wie viele Felder haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mal 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 90, 93 haben wir schon. Eine 93 Felder große Kiste. Wir sind erst Ebene 16. Kriegen wir die 100 noch geknackt? Oh, das wäre nicht schlecht. Jetzt müssten zwei Elite-Gegner kommen. Zwei? Ja, müssten doch eigentlich zwei kommen. Nächste Runde, wenn wir Glück haben, kriegen wir auch wieder zwei hin. Autsch. Sind sie schon wieder beide instant gestorben? So. Die Sniper-Augen, ne? Die haben größere Reichweite als unsere Dolche, wie es ausschaut. Seht ihr, wie schnell unser Leben wieder regeneriert wird? Mit 7% nur. Lebensregeneration. Und es läuft ungefähr so, als ob wir gar keine Leben verlieren. Weil wir schneller regenerieren, als wir verlieren. Paar Level gemacht. Drei. Also links und rechts geht nicht mehr. Können nur noch nach oben und unten gehen. Okay. Nein, ich kann das nicht kaufen. So ein Mist aber auch. Dann holen wir das. Was gibt uns das? Noch mehr Angriffsgeschwindigkeit. Perfekt. Sehr geil. Jetzt sparen wir ein bisschen Geld für... Ihr wisst schon was. Nur ein Elite-Gegner in dieser Runde, das gibt's doch gar nicht. Ich wollte doch einmal versuchen mit drei Elite-Gegnern. Jo. Ja. Und ein bisschen Lebensregeneration und schon... Heilen wir einfach. Wir heilen, wir heilen, wir heilen. Oh, da ist ein Fass. Könnte ein Level Up drin sein. So, kriegen wir noch ein reguläres Level Up? Oder kriegen wir durch ein Fass vielleicht ein Level Up? Ich wäre für beides offen. Nee, wir kriegen vielleicht noch ein normales, reguläres Level Up. Aber sehr unwahrscheinlich, ja. Oh, wir haben es doch noch hingekriegt. Sehr unwahrscheinlich, aber war schon fertig. Sehr schön. Gut. Bleiben wir erstmal dicht an dicht. Zack, zack. Wir wenden. Neu. Oh, das sind Fässer. Ach ja, erstmal neue Plätze. Ja. Ja, das Auge von Yu-Gi-Oh! Nö. Nicht diesen Run. Zack. Oh, Boss. Stimmt ja, da war ja was. Müssten sogar zwei sein. Der Nahkämpfer von euch beiden ist down. Ja, beide. Beide. Sehr schön. Ich glaube, wir können jetzt einmal kurz stehen bleiben, wenn wir heilen wollen. Ja, geil sind wir schon. Da gibt's nichts in den Fässern. Oben gibt's auch keine. Der Blickwinkel ist halt auch nicht so förderlich. Da habe ich denn jetzt Bolzenbeherrschung bekommen.
Ich meine, das sind ja Projektile, aber es sind ja keine Bolzen. Ich spiele ja nicht mit Armbrüsten. So. Zack. Für die Symmetrie. So. 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 Was kriegen wir? Ah, Schaden. Sehr schön. Können wir auch immer gut gebrauchen. Geil. So, was machst du? Vitalität, Wiederherstellung, minus 2 Rüstung. Na, haben die Rüstung so gut gepusht jetzt. So, noch einmal. Ah, die Handschuhe. So. Und so. Gibt es noch ein bisschen mehr zusätzlich kritische Trefferchance. 51 Umdrehung, alles. Das ist schon mal sehr gut. Der Hersteller Lebensraub 5%. Und kostet nur ein? Ich glaube, euch bewahre ich mal für einen Boss. Ach, wir sind schon im Bossfight. Okay. Da ist er ja. Wir großartig noch bei dir was machen. Ja, ein paar Elite kriegen wir auch. Einen ganzen Elite kriegen wir noch. Ja, wir regenerieren so unverschämt schnell. Also, na klar geht da noch mehr. Noch falsche Richtung gesprungen, aber egal. Boss ist down. Okay. Die Welle wäre jetzt eigentlich noch 54 Sekunden weitergegangen. Gesamtschaden 361.000. Ja. Ist mit der Waffe jetzt keine Kunst, würde ich sagen. Wenn man jetzt nur auf diese Waffe geht.